Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wie ihr gelesen und gesehen habt, hat mich wieder mal ein neues Carbolite-Modell erreicht. Vom Markus Natterer von Natterer Modellbau, verlinke ich euch unten. Und er hat mir den geschickt, hat gesagt, schau dir den mal an, wie er so ausschaut. Und genau, es ist ein Huina Carbolite K3362. Und ich würde sagen, den schauen wir uns mal gemeinsam an, oder? Ich habe ihn natürlich aus der Umverpackung schon mal rausgeholt, denn das ist alleine immer ein bisschen tricky und dementsprechend habe ich das schon erledigt. Das heißt, wir haben hier noch diese schöne Styroporbox. Erinnert so ein bisschen an den Lieferdienst. Kennen wir ja alle. Was ist mit dabei? Wir haben einmal eine Fernbedienung, Anleitung, eine Spritze für die Hydraulikflüssigkeit. Oh, ein schönes Werkzeugset. Lege ich auch gleich zur Seite. Und das Modell natürlich selber. So, ist natürlich keine bekannte Marke. Hat auch gar keine Ähnlichkeit mit irgendeinem LKW einer bekannten Marke. Wie kommen wir denn da drauf? Gar nicht, oder? Aber da ist er. Echt schweres Teil. Jawohl. Gut. Ich habe gar keine Waage da. Wir können den gar nicht wiegen. Aber unten in der Beschreibung werde ich das nachholen. Genau. Was haben wir alles mit dabei? Ich wurde ein bisschen vorab gebrieft, denn er hat ein paar Besonderheiten und man hat ihn für mich vorbereitet. Das heißt, Hydrauliköl ist drin, Akku ist voll. Akkus sind in der Fernbedienung, damit wir eigentlich hier auch gleich durchstarten können. Denn sonst würdet ihr jetzt natürlich sehen, wie ich hier rumwurschtel und dürft mir zugucken, während ich solche Anleitungen lese und der Akku nebenher lädt oder sowas. Will kein Mensch sehen, ich auch nicht. Deswegen, genau, fangen wir an. Das habe ich euch schon gezeigt. Wie gesagt, eine Spritze für die Hydraulikflüssigkeit, die ist aber schon drin. Werkzeugset. Dann haben wir hier eine Fleisky FS ST8. Sieht so aus, schnuckeliges Teil. Gefällt mir sehr gut. Schön, habe ich es zum ersten Mal in der Hand, tatsächlich. Kenne ich noch nicht. Und genau, eine Anleitung ist mit dabei. Und im Übrigen, Anleitungen. Ich habe bei mir auf meiner Seite rc-bruderbaustelle.de. Hier, ja. Zeige ich euch kurz. Unter Anleitungen und Links ist ganz unten in dem Menü Anleitungen PDF oder PDF-Anleitungen. Als neuer Reiter dazu gekommen und da haue ich euch jetzt so Anleitungen mit rein, ja? Wie jetzt eben von der Flysky FSST8. Für die anderen Flysky, wenn mir möglich ist, natürlich auch in Deutsch gleich übersetzt. Ich möchte auch die Anleitung von den Modellen mit rein tun, dann habt ihr die immer parat. Wenn ihr mal schnell irgendwo was braucht, braucht es nicht lange suchen, habt ihr alles bei mir. Ja? Also, da einfach mal reinschauen. Also, Anleitung, Miniaturanleitung in Chinesisch und Englisch. Fernbedienung und jetzt dieses wunderschöne Modell. Ist echt schwer. Schön, oder? Wahnsinn. So, der hat hier schon was drauf. Schön mit Spanngurten. Da ist das Zubehör angebracht. Und da unten ist nur so ein Klotz. Schau mal. Oh, was ist das für eine Klammer? Wo habe ich die jetzt abgerupft? Müssen wir gleich schauen. So ein Styroporklotz, da war das Band außenrum. Transportsicherung. Aber ich habe hier irgendwie so eine Klammer gerade weggerupft. Werden wir uns gleich drum kümmern. Also, was haben wir hier alles? Bisschen Papierkrieg. Wir haben hier noch Aufkleber für das Modell. Hier, so, schönen Aufkleber, könnt ihr irgendwo außen rum kleben. Carbolite 3362, 4x4, jawohl. Dann ist hier die Packliste, komplett in Chinesisch, aber es ist alles abgehakt, außer die Batterien für den hier. Die gibt es hier nicht dazu, okay. Sonst haben sie überall einen Haken hingemacht. Also, Teileliste, schön. Und, wow. Ah, noch mehr Aufkleber. Und die sind aber schöner.
Die sind aber gut. Guck, schau's mal an. Gleich mit Kennzeichen. Ja, Wahnsinn. Und auch fürs Armaturenbrett hier oben. Ich gehe mal näher hin. Da, schau's mal an. Super. Ja. Richtig schön. Richtig schön. Ist mit dabei. Das war es auch schon in dieser Tüte hier. Ja, ich pack's jetzt nicht ein. Ich leg's mal da oben drauf. Dann haben wir Bedienungsanleitungen. Da werden wir uns nachher mal noch mit beschäftigen, denn ein paar Besonderheiten sind hier echt zu erwähnen. Haben wir hier irgendwas Besonderes drin? Hier Akku anstecken. Fernbedienung ist erklärt nochmal. Und der Stickerbogen und wo was hingehört. Wie wir einen Akku einstecken, ist natürlich mit erklärt. Der ist ja auch dabei. Genau, Ladegerät. Also, diese Anleitung schaue ich, dass ihr auch bei mir eben auf der Seite findet. Ja? Dann könnt ihr da immer nachschauen. Dann haben wir jetzt hier unseren Zubehörklotz. Das Wichtigste zum Schluss. Erstmal den Zubehörklotz. Wir haben mit dabei etwas Hydrauliköl. Und hier sage ich euch gleich, Tipp vom Siggi, nehmt es nicht. Nehmt es nicht. Er hat ein anderes reingefüllt, denn das ist wieder irgendwie Huina Spezial Hydraulikflüssigkeit. Sei nicht so rar. Ja? Fragt mich nicht, welches reingehört. Ich habe keine Ahnung. Ja? Aber ihr findet ja auf meiner Seite den Hydraulik-Service vom Siggi. Packt den rein, stellt den Kontakt her. Dann wird euch geholfen. Dann haben wir hier so ein bisschen Gitter. Und das ist jetzt alles, so wie es ausschaut hier. Guck mal. Ah, für die Kabine. Das ganze Kabinenzeug. Ich drehe gerade mal. Ich brauche einen Drehteller. Seht ihr den auch schön? Ja. Ja, Wahnsinn. Hier haben wir einen schönen Spiegel hier. Die kann man. Oh, die kann man echt in alle Richtungen drehen. Okay. So. Kommt's Kennzeichen dann hin? Ein Fuchs. Mehr Infos kann ich euch gar nicht geben. Ich weiß, wo das Kennzeichen aufgeklebt wird. So, diese Drahtdinger hier, ich glaube, die gehören über die Lampen. Ich glaube, das ist für hier unten, da sind nämlich auch die Löcher dafür. Also hier die Schutzbügel. Hier haben wir nochmal so einen Spiegel, der ist, können die hin? Hier oben irgendwo, oder? Das ist so ein toter Winkelspiegel, schätze ich mal. Das könnte auch der Ersatzspiegel für den, nee. Ah, und der kommt hier an die Seite. Okay, also einmal ein kleiner Spiegel hier für die Beifahrerseite, würde ich sagen. Dann kann der hier runter gucken und kann gucken, ob da unten irgendeiner hockt. Dann haben wir noch die Tröten für oben. So, jo, passt. Die kommen hier oben hin. Nochmal. Also 4 Stück. Dann haben wir so ein Rad, Mutterschlüssel, keine Ahnung. Als ich mit Modellbau angefangen habe, war das auch bei den Buggys und so mit dabei für die Räder zum Wegschrauben. Also so ein ja, Schlüssel halt. Nochmal ein bisschen Werkzeug, oder? Was haben wir hier? Okay. Also nochmal ein bisschen Werkzeug. Ihr seht, das ist so ein. Für die kleinsten Muttern der Welt sind das die Schlüssel dafür. Super. Also mich freut es, wenn sowas dabei ist. Mich freut es wirklich, denn man hat natürlich vielleicht nicht immer alles parat. Ja? Also ich habe echt viel, aber manche Schlüssel habe ich einfach nicht. Oder nicht mehr oder sind mal kaputt gegangen, weil so filigran. So, mit dabei ist ein Ladegerät, ein B3 Kompakt Charger. Power on Orange, Charging Red, Standby Green, Full Green. Okay, also zweimal grün. Zelle 1, 2, 3. Maximal Charge 3 mal 800 mA. Also 0,8 Ampere. Ja, also da seid ihr beschäftigt. Ihr kennt es aus den letzten Videos. Ja? Ich kann es euch nur raten. Ihr findet beim Markus auf der Seite, und ich verlinke euch das gerne, Ladegeräte, die hier eindeutig mehr Dampf haben, besser geeignet sind.
und auch nicht die Welt kosten. Ja? Ich meine, das Modell ist recht teuer und man muss da auch gucken mit seinem Geld haushalten, aber ich sage jetzt mal, wer sich so ein Modell kauft, der sollte halt einfach die paar Euro noch übrig haben und sich ein gescheites Ladegerät kaufen. Das lohnt sich absolut. Hier ist interessanterweise nur dieser Stecker dabei. Also hier fehlt der Kaltgerätestecker für Deutschland. Soll aber, glaube ich, behoben werden, das Problem. Ich weiß nicht, das ist jetzt eines der ersten Modelle, die irgendwie hier sind. Deswegen, keine Ahnung. Ist halt ein Prototyp. Ich brauche es eh nicht. Übrigens, Kaltgerätestecker, ihr kennt die, das sind die hier. Ja, die gibt es seit gefühlt 100 Jahren für Radios und so weiter. Da hat man überall dran. Könnt ihr nehmen. Ja. Habt ihr mit Sicherheit irgendwo rumfahren. Wäre also jetzt kein Beinbruch. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt ein Carbolite 2S 7,4 Volt 5000 mAh Lithium-Ionen 3C Akku. Jawohl. Also, hier. Ja. Gut. Das Ladegerät macht nicht mal 1 Ampere Ladestrom die Stunde und hier gehen 5 rein. Ja, nur mal so am Rande. Das packen wir weg. Brauchen wir aktuell auch nicht. Steckt mal dahinter. So, und wir stapeln das. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zu dem Modell an sich, oder? Legen wir los. Legen wir los. Ja, nur mit was? Also Gewicht habe ich euch gesagt. Guckt unten in die Beschreibung, ich schreibe es euch mit dazu. Vielleicht steht es auch irgendwo. Wir haben doch hier so eine Teileliste. Ah! Habe es doch irgendwo gesehen. Also ich kann kein Chinesisch. Wir raten jetzt einfach mal. Hier, schaut her. Steht alles. Da steht alles. Wir raten hier einfach mal. Hier steht jetzt 2056, keine Ahnung, irgendwas. Er soll wohl fahren, 53 Meter pro Minute, 7,3 Kilo und knapp unter 20 Kilo. Beladung, Gewicht? Ich weiß es nicht. Okay. Wir messen jetzt auf jeden Fall mal nach. Wer weiß, wer da gemessen hat. So, Höhe. Wir haben eine Kabinenhöhe von ja, 26 mit dem Auspuff 27. Ist übrigens Maßstab 1 zu 14, falls ihr gleich die Frage kommt. Wir haben eine Spurbreite von 19,5. Haben wir die hinten auch? Ich glaube schon. Ne, hinten. Hä? Hinten sind wir bei 18,5. Haben wir jetzt vermossen? Tatsache, 18,5. Spurbreite, Radaußen 18,5. Ja, die sind ein bisschen dicker und ich schiele ein bisschen. Dann 18,5 ist Spurbreite. So, dann haben wir eine Länge. Hinterstes Teil bis vorderstes Teil ungefähr 54 cm. Wollen wir noch die Gesamtbreite? Ja. Schwierig. Wo messe ich jetzt die? Am breitesten Teil. Wären hier die Kotflügel, glaube ich. Ja, Gesamtbreite, ja, so roundabout, ja, 19,5 bis 20. Schwer zu sagen. Okay, so ganz interessant und ganz wichtig: die Höhe der Pritsche. So, wir haben hier eine Höhe von 16 cm. Und 16 cm ist ein ganz tolles Maß, denn 16 cm könnt ihr mit fast allem laden. Und ich hole hier gerade mal was hoch. Ja. Der ist genauso hoch wie der MAN. Der hat nämlich auch 16 cm in der Normalausführung. In der Bausteinausführung ist er ja noch einen Tacken höher, aber in der normalen Standausführung sind wir genau dabei. Und jetzt seht ihr vom Maßstab her, er passt wunderbar bis auf die Kabine. Also ich finde das super. Und hier seht ihr jetzt eigentlich den einzigen großen Unterschied zwischen 1 zu 16 von Bruder und den 1 zu 14 von Carbolite. Ist nämlich die Kabine. Ja. Und
Von dem her, er passt wunderbar mit auf den Parcours. Er ist zwar größer, würde aber natürlich zu den Bruderbau-Fahrzeugen genauso gut passen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe den hier und jetzt normal einen Bagger und Radlader und so weiter, überhaupt kein Thema. Passt perfekt dazu. Ja? Und wie gesagt, durch die niedrige Kante natürlich perfekt zum Beladen. Einwandfrei. So, heute schon mal so gesagt, wir gucken uns das Ganze an. Was haben wir? Wir haben ja Allrad, wir haben einen hydraulischen Kipper, wir haben eine Differentialsperre, wir haben einen Tempomaten, wir haben ein Zweiganggetriebe, wir haben Licht und Blinker und alles. Wir haben einfach alles. Richtig geile Gummibereifung übrigens. Das ist immer schade. Ich kann natürlich euch solche Sachen nicht in einem Video hier. Aber sind echt schön. Schönes Modell. Hier ist irgendwie. Ne, das gehört so. Ah, okay. So, hier hinten haben wir so eine Verriegelung. Wir machen das so. Diesen kleinen Krusch, den zeige ich euch separat. Immer hier an der Seite irgendwo machen wir ein Bild von dem kleinen Krusch, oder? Von der Nahaufnahme. Dann brauchen wir immer die Kamera hin und her. Ich hebe es natürlich nachher mal rum. Hier aber den Mechanismus für die Kabine. Das heißt, wenn ich hier ziehe, kann ich die Kabine ein Stück nach vorne kippen. Fällt die? Nee. Weiter geht übrigens auch nicht. So wie es ausschaut. Jetzt hätte ich gern so einen Zahnstocher. So. Okay. So, hier kommt jetzt der Akku rein. An viel mehr komme ich auch gar nicht ran, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe hier hinten irgendwie. Was sehe ich denn da alles? Ich sehe hier noch einen Fahrregler. Den Empfänger, der liegt hier unten drin. Da unten ist dann der Motor, Getriebe. Hat der Einzelradaufhängung mit Blattfedern. Schön. Gut. Ich will mich gar nicht so lange verquatschen hier. Hier schon Viertelstunde und noch nichts gesagt. Wir legen den hier ein. Und jetzt, meine Freunde, kommt der wichtigste Punkt. Der hat zwei Ein- und Ausschalter. Es müssen beide ein sein. Wenn einer aus ist, geht irgendwas immer nicht, hat man mir gesagt. So, ich sag euch das. Wir haben hier einen Ein- und Ausschalter. Hier vorne unten drin. Und übrigens, da komme ich nicht hin, wenn die Kabine zu ist. Also es ist nicht so, dass der jetzt hier, das ist der Haupt-Ein- und Ausschalter. Nein, es müssen beide aus sein. Denn hier ist einer. Und hier hinten oben drinnen ist auch noch mal einer. Und beide sind katastrophal zu erreichen. Machen wir uns nichts vor. Das ist einfach Quatsch. So, wenn ich den hinteren anhabe und den nur vorne ausmache, dann zieht der mir trotzdem Strom. Ist also nicht aus. Wenn ich nur den hinteren ausmache und den vorderen anlasse, zieht er mir trotzdem Strom. Wenn ich beide auslasse und ich starte das Modell und die haben irgendwie, ich schalte einen ein und dann den anderen, das funktioniert irgendwie nicht richtig. So war das Briefing. Ja, also, es ist kompliziert oder es klingt kompliziert. Das Gute ist, es ist überhaupt nicht kompliziert. Ja? Und über diese ganzen Extras mache ich ein einzelnes Video, ein Anleitungsvideo für dieses Ding. Also nicht, damit jeder, der den kauft, sich hier komplett dieses Video immer noch mal reinziehen muss, um irgendwas nachzugucken, sondern ich mache euch extra ein Anleitungsvideo. Das verlinke ich euch auch hier oben. Hier Anleitungsvideo für das Modell zum Thema Ein-Ausschalten, zum Thema Fernbedienung, zum Thema Steuern. Mache ich euch ein einzelnes Video, ganz kurz, ganz prägnant. Da quatsche ich vielleicht nicht so viel, ich weiß es nicht. Ich habe es ja noch nicht gemacht, aber dann seht ihr das alles nochmal. So, wie ist also der Tipp von den Meistern? Wir machen den hier auf an und wir machen den hier auf an. So, müsst ihr an sein. Und jetzt starten wir das Modell nur über das Ein- und Ausstecken des Akkus. Clever, oder? Dann können wir auch sicher sein, dass gar nichts passiert. Dass der keinen Schleichstrom, Kriegsstrom, wüsste nicht mal, wie es richtig heißt. Er zieht keinen Strom mehr. Der Akku ist geschützt, weil ihr stellt das Ding in den Schrank, das Ding wird immer leerer. Lipo-Vector, weiß ich nicht, wenn ihr einen dran habt, zieht natürlich auch Strom, den sollt ihr ja auch nicht dran lassen. Also ist blöd, ist einfach doof. Ja? Und irgendwann ist das Ding leer, dann ist der Akku kaputt, kostet einen Haufen Geld, wollen wir alles nicht. Jetzt machen wir das Ding mal an und
Fernbedienung, ihr kennt es, das ist hier in dem Fall hier oben drücken. Ich zeige euch mal die Fernbedienung so im Großen. So. Die vibriert übrigens auch, weil sie irgendwas hat. So, hier müssen wieder alle, zack, in Neutralposition, also hier alles einmal nach oben. Der hat hier hinten noch irgendeinen Anschluss. Ich habe keine Ahnung wofür, noch nicht. Hier oben sind zwei Knöpfe, hier unten ist der Batteriedeckel. Dann haben wir hier oben wieder diese Drehräder, die sind hier zentrierend. Dann haben wir hier einen Kippschalter, hier haben wir einen Kippschalter, hier haben wir zwei Potties. Wir haben hier einen 3-Positionen-Schalter und wir haben hier einen. Okay, dann haben wir hier ganz normal unsere Joysticks. Das hier wäre geil, wenn es Joysticks wären. Mein erster Gedanke so, Joysticks. Nein, ist zum Trimmen. Und dann haben wir hier unten Menü, Exit und hier zum Durchdrücken, Modelleigenschaften und auch natürlich zum ins Menü bestätigen und so weiter. Ja? So. Das war eigentlich alles. Wir haben hier oben noch, ich würde behaupten, keine Ahnung, oh, nochmal keine Ahnung, schaut aus wie ein USB-C-Anschluss. Ich könnte es euch aber jetzt nicht sicher sagen. Schließt bitte nichts an. Vertraut mir nicht. Ich habe keine Ahnung, was ihr da oben reinstecken könnt. Ja. So, hinten sind, das sind übrigens keine Anschlüsse, sondern das sind Gewinde. Wahrscheinlich für, keine Ahnung, hier FPV-Video-Zeugs. Okay, also einmal, wie immer, Fernbedienung einschalten, dann das Modell. Und wie schon gesagt, wir schalten es ein, indem wir hier den Stecker einfach reinstecken. Und dann ist das Modell auch schon an. So, ach genau, da war was. Er hat ja ein Soundmodul. Wir haben ein Soundmodul. Und wir haben das Sound, die Hupe ist hier, dieser Hupe. So, weil wir ja vorhin alles auf Null stellen mussten, hupt er. Was natürlich super ist, ich weiß sofort, ah, Modell ist an, alle anderen wissen es auch. Achtung, gleich kommt was. Sind alle vorgewarnt. Pip, pip. So, puppeln wir hier alles rein und dann machen wir hier wieder zu. Geht das? Ja, schon zu. Yay. Gut. Alles drin? Dann gehen wir mal die Funktionen durch, oder? Wollen wir den noch? Sollen wir mal die Anleitung mit dazu nehmen, damit ich nichts vergesse? Es gibt eine ganz einfache Funktion und es gibt ganz, ganz furchtbare Funktionen. So, fangen wir mal mit den einfachen Sachen. Sollen wir den irgendwo draufstellen? Moment. So, einmal aufgebockt, schon läuft die Sache. Was haben wir jetzt für Funktionen? Fangen wir mal mit ein paar einfachen Sachen an. Wir haben Licht. Jetzt muss ich ihn schon drehen, oder? War klar. So. Also, auf diesem Ding hier haben wir Licht. Das heißt, einmal nach unten. Ne? Nochmal nach unten. Ah, man muss einen Ticken länger, nicht viel länger. Also 1, 2, 3, aus. Okay? Völlig popelsimpel. Steht hier auch irgendwo. Okay? So. Dann haben wir einmal lange nach unten. Geht die Warnblinkanlage an. Ja. Blinkt auch hinten. Könnt ihr mir glauben. So, machen wir die wieder aus. Gut. Also, hier, ganz simpel, also ein bisschen länger wie ich jetzt hier. So. Einmal Licht durchschalten. Oh, Moment. Cool. Das finde ich stark. Der hat hier, auch hier an der Seite blinkt er. Das finde ich cool. Gefällt mir sowas. Das sind so kleine Sachen, die gefallen mir immer sehr gut, wenn ich die sehe. Und jetzt? Jetzt will er nicht mehr. So, also, wunderbar. Licht haben wir am Start. Dann haben wir die Hupe.
Und wenn wir nach unten drücken. Oh, der muss orgeln. Nein, Spaß. Also, einmal nach unten. Und wieder nach oben. Dann springt er auch an. So, das ist ein richtig geiles Gimmick, denn wir haben hier einen Lautstärkeregler. Nice, oder? Dieser hier. So, machen wir aus. Jetzt ist der Motor aus. Was haben wir noch? Wir haben hier erster Gang, zweiter Gang. Jetzt aktuell hat er gar nichts gemacht. Und wir haben hier, ihr hört's, Differentialsperre. Ja, Differentialsperre. Lassen wir mal offen. Standardmäßig so eingestellt, das hier müsste, genau, oben erster Gang, unten zweiter Gang und oben ist das Differential offen und unten haben wir die Differentialsperre. Dann haben wir auf der rechten Seite das Kippen. So, so viel dazu. Ich zeige euch das nachher nochmal aus der Nähe. Und das Ganze natürlich auch nach unten. Gott, läuft wunderbar. Gerade gucken, was macht die Heckklappe? Ah, die Heckklappe hat eine automatische Verriegelung. Schön. Und geht auf. Zeige ich euch nachher nochmal in der Nähe. Und geht und schließt sich bzw. sperrt sich, wenn es unten ist. Schön gemacht. Schön gemacht. Dann haben wir, also auf dieser Seite hier, kippen und wir haben hier lenken. Und jetzt seht ihr, oh. Ja. Jetzt seht ihr hier schön, er blinkt mit. Alles wunderbar. Lenken halt. Also. Haben wir. Was natürlich jetzt sein kann, ist, wenn ihr jetzt den ganzen Tag über den Parcours schrubbt und hier lenkt und ihr seid immer so ein bisschen hier auf, kommt hier immer wieder mal so ein bisschen an den Hebel. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann kann es natürlich sein, dass hier irgendwann mal mit der Zeit der Kipper nach oben wandert. Das ist einfach so bei dieser Belegung. Das heißt, wenn ich Lenken und Kippen auf einer Seite habe, dann ist das so. Muss man damit leben. Jetzt kommen wir zum Fahren. Und jetzt, Obacht! Fahren ist hier wirklich eine spezielle Nummer. Denn fahren tue ich hier. Und auf dieser Seite steuere ich den Tempomat, sprich also vorwärts, rückwärts. Also ich steuere die Gangschaltung vorwärts oder rückwärts und den Tempomaten. Auch das, es klingt erstmal furchtbar kompliziert und wenn man es nicht weiß, komplette Verzweiflung. Habe ich gehört. Und hier steht es nochmal drauf. Ich zeige euch das. Hier. Oder noch besser, wenn ich es habe, ich blende es euch hier mal ein. Hier seht ihr, ich muss also den Joystick, ich muss mit dem Joystick. Oh nein, irgendwo bin ich. So. Ich muss mit diesen Joysticks hier arbeiten. Und jetzt habe ich zwei Funktionen. Ich habe hier einmal links und rechts. Hier schalte ich. Ich schalte nach links für Vorwärtsgang und nach links für Rückwärts und nach rechts für Vorwärtsgang. Und dieser hier, hoch und runter, macht nur Bremse oder Tempomat fahren. Okay? Und ihr seht, er macht jetzt erstmal gar nichts. Also er bremst. Also er bremst. Aber er gibt jetzt kein Gas. Warum nicht? Ja, weil der Motor aus ist. Ja, ohne Scheiß. Also. Ich drehe ihn mal leiser. Da muss ich nicht so schreien. Aber Motor muss an sein.
Jetzt legen wir den Vorwärtsgang ein. Tempomat, ihr seht, ich drücke jetzt gar nichts mehr. Jetzt fährt er. Will ich langsamer fahren oder stehen bleiben, gehe ich nach unten. Das heißt, ich kann proportional fahren, aber er fährt immer weiter, bis ich bremse. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz leicht nach oben drücken. Dann fährt er ganz langsam. Und je mehr ich nach oben drücke, desto schneller fährt er. Das ist übrigens erster Gang. Wirkt nur so schnell. Glaube ich. Ich weiß nicht, wir fahren ihn nachher mal eine Runde, würde ich sagen. So, wenn ich jetzt wieder langsamer fahren will, dann gehe ich hier runter. Ich kann ihn aber auch sofort einmal nach unten. Hier, Vollstempel. Ich kann auch noch natürlich hier einmal nach oben drücken, Vollgas, Vollbremsung. Für alle, die gerne schwarz-weiß fahren. Ja? Aber ich kann eben auch ganz langsam fahren. Ich kann auch seicht abbremsen. Geht alles. Man muss es nur wissen, wie. Jetzt sind wir im Vorwärtsgang. Ich mache mal ein bisschen lauter. Und jetzt drücke ich einmal auf rückwärts. Ich muss also meine Automatik auf Rückwärtsgang stellen. Hat es geklappt? Nee. Also einmal ganz bremsen. Ah. Also erst einmal ganz runter bremsen. Dann nach links. Ihr hört es, jetzt piepst da. Und jetzt ist aber das gleiche Spiel. Ich drücke jetzt wieder nach oben, um Gas zu geben. Ganz langsam rückwärts oder eben schneller rückwärts oder noch schneller rückwärts. Oder richtig Vollgas rückwärts, wenn ihr das könnt. Ich mache mal den Ton ein bisschen aus. Und hier kann ich wieder bremsen. Und noch langsam und noch ein bisschen. Bis zum Stillstand. Und wenn ich jetzt ganz zum Stillstand gebremst habe, kann ich wieder erster Gang oder Vorwärtsgang in dem Fall und kann wieder vorwärts fahren. Und wieder Vollbremsung. So, schalten wir mal in den zweiten Gang. Und geben etwas Gas und jetzt hören wir hier. Jetzt geht's ab. Und wir bremsen langsam runter bis zum Stillstand. Auch hier Rückwärtsgang. Jetzt mal ganz langsam. Und dann können wir hier schön Vollgas, Autobahn und so. Und in der Kurve ein bisschen runterbremsen. Und wenn wir auf ganz bremsen gehen, stehen wir, können wieder den Vorwärtsgang einlegen. Und wieder ganz langsam fahren. So, wir legen wieder den ersten Gang ein. So. Und jetzt haben wir hier was Tolles, denn wir haben ja jetzt hier ein offenes Differential aktuell, oder? Gucken wir mal. Oder ist gerade zu? Ich und Differenziale. Fällt euch was auf? Das ist doch jetzt gesperrt. Das kann man doch jetzt keiner erzählen. Hat er das nicht vorne auch? Ist der vorne immer gesperrt? Also, fragt mich nicht, Moment. Fragt mich nicht nach Differentialen. Bin schon froh, dass ich weiß, was es ist. So, gucken wir mal hier. Ja, ja, jetzt geben wir mal Gas. Das, also das ist tatsächlich was Gutes, dass ich nicht drücken muss nebenher. So, also, Differential. Und jetzt können wir hier die Sperre reinmachen. Und jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt haben wir Differentialsperre drin. Und jetzt können wir sie wieder rausmachen. Wunderbar. Also perfekt. Vorne ist, glaube ich, gar keine drin eigentlich. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Schiss, da jetzt volle Kanne festzuhalten. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wollen die auch nur bei mir immer nicht. Ja? Genau. So, also zur Steuerung. Ihr habt es gesehen, es ist eine tolle Steuerung. Ich finde es auch toll. Wie gesagt, der Motor muss laufen.
Jetzt machen wir wieder aus und jetzt haben wir eben genau wieder den Punkt. Wir können nicht fahren. So. Wenn ihr jetzt das Modell anmacht und ihr habt genau das Problem, ihr macht den Motor an, ihr hört das Geräusch, aber er fährt nicht, dann ist es zu 100%, zu 99, 98, 90% liegt es hier an einem der Ein- und Ausschalter. Denn einer ist, glaube ich, für den Empfänger und für die Elektrik, der andere für die Pumpe oder andersrum. Sie müssen beide an sein. So einfach. Ja? Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, da am Anfang Probleme habt, guckt, dass wirklich beide Schalter auf an sind. Dann funktioniert es auch. Und ja, das ist, wir reden hier aus Verzweiflung, die schon da war. Okay? Deswegen habe auch ich ein Briefing bekommen, damit ich euch das zeigen kann, denn sonst wäre das jetzt wahrscheinlich komplett eskaliert und ich hätte das Video am Ende wahrscheinlich über den Haufen geschmissen. Was haben wir denn hier alles? Ich mache es jetzt nochmal aus. Und wie gesagt, hier einfach das Ausschalten, Stecker raus. Es sind übrigens verbaut XT60 Stecker. Die Frage kommt ja auch immer wieder. So. Genau. Der jammert jetzt einmal kurz. Packen hier nochmal alles unten rein, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Habe ich euch denn jetzt eigentlich schon alles erklärt? Machen wir auch mal aus. Und dann schauen wir uns das an. Also wir haben ja Allrad, das habt ihr ja mitgekriegt, oder? So. So schaut das Ganze hier in der Nähe aus. Und jetzt haben wir eben hier hinten noch schön Licht. Und jetzt gucken wir mal, hier drüben ist auch noch was. Oh, ich kann den gar nicht halten. Der ist sehr unkommod zum Halten da unten, weil da die Kardanwelle und alles langläuft. So. Hier ist ein kleines Staufach. Ich weiß noch nicht wofür. Also ist nichts drin. Aber finde ich toll. Kann man immer gebrauchen. Wir haben hier die Rücklichter. Übrigens, wenn ich rückwärts fahre, leuchtet der natürlich hinten auch weiß. Einmal Aluklotz. So, dann leuchtet der hier hinten auch weiß. Wir haben hier auf dieser Seite den Hydrauliköltank. Kann man hier aufschrauben. So. Und dann einfach das Öl nachfüllen. Na? Dapsige Finger mit Mikrogewinde. So, hier. Das ist alles Deko. Genau. Schauen wir mal. Mal schnell hier das Ding. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob man auf die Seite legen können, ohne dass das ausläuft. Dass wir mal unten reingucken können. Vor allem, wo diese Klammer herkommt. Also ich habe hier den Klotz weggemacht. Hier kam die Klammer her, aber hier ist nichts geklammert. Gar nichts. Nee. Hier ist alles geschraubt. Hydraulikzylinder. Hier oben sitzt der Motor. Verteilergetriebe. Oh, er hat ein Differential vorne. Ein sperrbares. Habe ich das vorhin irgendwie? Da habe ich was abgerupft, glaube ich. Ich glaube, hier war das. Hier hinten hat es wunderbar funktioniert. Und ich glaube, hier vorne habe ich irgendwie das Ding abgerupft. Also er hat vorne auf jeden Fall auch ein Differential, das aufmacht bzw. gesperrt wird. Kann es sein, dass es daher kommt? Dass da die Klammer? Ich werde mir das nochmal genau anschauen. Aber es wird auf jeden Fall funktionieren. Es hat nämlich schon funktioniert. Nur halt jetzt wieder nicht. So wie es halt ist. Weil es immer so ist. Also gut. Das wäre jetzt erstmal das geniale Modell an sich. Habe ich irgendwas vergessen? Wir können fahren, wir können den Akku reinpacken.
Wir können kippen, wir können lenken. Und ich würde sagen, das mal für den groben Überblick. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen mit der Kamera ins Detail. Ich zeige euch noch mal so die einzelnen Highlights von dem Modell aus der Nähe mit der Kamera. Ja, also. So, dann schauen wir uns das gute Stück noch mal aus der Nähe an. Hier haben wir wunderbar die Kabine. Wie gesagt, hier kommen die Anbauten noch hin. Hier oben auch. Hier oben seht ihr die Löcher dafür. So, einmal rundherum. Hier habt ihr den Verschluss. Und wir fahren, glaube ich, jetzt dann gleich mal hier den Kipper hoch, damit ihr das auch seht. So, hier haben wir diesen genialen automatischen Verschlussmechanismus. Hydraulikzylinder mit der Anlenkung. Und hier ist der Verschluss für die Kabine. Einmal dran ziehen, geht das gute Stück auf. Und hier sehen wir den Akku. Ja, mehr sehen wir eigentlich nicht drin. Motor, Kardanwelle, Verteilergetriebe und so weiter, alles hier unten drin. So, das ist der Hydrauliktank. Weiter. Hier unten, hier seht ihr jetzt offen. Und hier sind die Haken für die automatische Verriegelung. Das war es im Großen und Ganzen auch schon. Mehr ist hier jetzt nicht zu sehen. Hier hinten haben wir den Servo für die Differentialsperre. Vorne und hinten. Die läuft über einen Seilzug nach vorne und nach hinten. Und das war es auch schon. So, das war's wieder mit dieser Folge der genialen Vorstellung. Und fassen wir noch mal kurz zusammen. Auf meiner Seite findet ihr auf jeden Fall die Anleitung für das ganze Zeug, für den hier, für die Fernbedienung. Ein paar Punkte kläre ich noch, schreibe ich euch dann unten einfach mit dazu. Alles, was jetzt noch offen geblieben ist, wenn ihr Fragen habt, einfach unten mit da rein. Ich verlinke euch natürlich das Modell an sich auch nochmal. Und genau, dann gucken wir, was wir beim nächsten Mal wieder machen. Freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Ne? Und wie gesagt, es gibt ein kurzes Anleitungsvideo und das verlinke ich euch natürlich auch. Also, bis zum nächsten Mal.